Hallo, liebe Freunde, hier sind wir wieder. Ich habe mir heute Nacht mal ein paar Gedanken gemacht und überlegt, wie könnte ich hier weiterkommen? Und da habe ich mir gedacht, ich habe es ja die ganze Zeit so angebracht, wie es hier drin ist. Vielleicht muss ich es einfach quasi spiegelverkehrt machen. Also, dann auf der Seite da drüben den Adler, hier den Fisch und dann da drüben die Schlange. So, hier Schlange und hier den Adler. Schauen wir doch einfach mal, ob das jetzt geklappt hat. Und es hat hingehauen. Endlich, endlich, endlich. So, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon seht oder nicht. Ich habe ein paar Mods installiert, damit das Spiel ein bisschen schöner ausschaut. Ich hoffe, es haut auch alles so hin, wie es soll und stürzt nicht wieder ab. Und, ja. Hoffe, es sieht besser aus als vorher. Also zum Beispiel, habe ich jetzt ein paar Effekte, wie zum Beispiel, wenn ich irgendwo Flammen an die Wand mache, dann sieht es schöner aus. Hinterlässt so Spuren. Was ich eigentlich ganz cool finde. Ja. Und ja, noch ein paar Skins dazu installiert, damit das Spiel einfach schöner wirkt. Hoffen wir mal, dass es dann auch nicht abstürzt. Und vor allem bin ich zufrieden, dass es flüssig läuft momentan. So, was ihr davon haltet, ob ihr irgendeinen Unterschied seht oder nicht, könnt ihr mir auch mal in den Comments schreiben. Würde mich interessieren. Vor allem würde mich mal interessieren, warum auf einmal das Licht so dunkel geworden ist. Gerade noch hier schnell die Untoten kaputt machen. Halten ja glücklicherweise nicht so viel aus. Und jetzt ist das Licht wieder an. Wieso ist gerade eben das Licht aus gewesen? Ist das jetzt ein Bug wegen den Mods? Naja, aber wie gesagt, falls euch irgendwas auffällt, was schöner ist oder nicht so schön ist, sagt mir einfach Bescheid. Schlüsselloch. Ja, was brauche ich denn hierfür? Okay, was für ein Au. Ja, schön in die Falle reingelaufen. Super gemacht. Klasse. Naja. Passiert, passiert. So, schauen wir mal, welche das jetzt ist. Elfenbeintrachenklaue, glaube ich. Schauen wir uns mal groß an. Adler, Adler, Drache. So. Unten noch mal zum Drachen machen. So. Sicherheitshalber nochmal zurück, aber hat ja funktioniert. Speichern wir nochmal eben schnell ab. So, und ich hoffe, dass Lydia uns nicht irgendwie da irgendwo am Abgammeln ist und nie wieder zu uns findet. Zweigenschwert. Dass wir die auch irgendwie. Oh ne, ich bin überladen, verdammt. So viel ist es ja jetzt nicht. Was könnte ich wegschmeißen? Zwergenschwert. Gut, schmeiße ich halt das Zwergenschwert wieder weg. Dann halt nicht. Dann betreten wir jetzt die Krypta. Also irgendwie sieht schon hübscher aus, muss ich sagen. Kann aber auch alles Einbildung sein. Das passiert mir des Öfteren. Wenn ich irgendwas installiere, wo es heißt, soll schöner sein, kommt es mir meistens. Wo kommst du denn her? Na, kommt es auf jeden Fall meistens so vor, als wäre es einfach schöner. Oh. Huch. Ja, Michael, ich zock ein LP. Ja, ich nehme auf. Ups, vertippt. Nehmen wir gleich mal Friends offline.
Da kann uns der Mibu auch nicht mehr stören. So, hier haben wir auch schon den Endgegner. Schauen wir mal, dass wir hier vielleicht mehrere einfrieren können. Das hat ja gut funktioniert. So, machen wir den noch platt. Und er hält ja super viel aus. Was ist das für einer? Meine Güte, aua. Weg. Vor allem saugt er die ganze Zeit hier das Blut von der Alten aus. So. Nochmal schreien. Oh nee. Lydia tot? Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Dann lade ich doch einfach nochmal neu. Huch. Wie hab ich denn das hingekriegt? Wieso ist denn Lydia gestorben? Das war jetzt nicht so von Vorteil. Meine Güte. So, das Schwert kann ich ja nicht mitnehmen. Und in die Krypta. Vielleicht bringt hier auch Eis nicht so viel. Schauen wir mal, was haben wir noch als Schreie? Feuer, Frostatem. Sieht man nicht, wie viel Schaden das macht, ne? Probiere ich doch einfach mal den Feuerschaden aus. So, und dann probiere ich hier noch aus, das mal runterzuschießen. Das geht nicht. Und der backt ein bisschen darum. Auch schön. Au. Wo ist denn jetzt eigentlich Lydia? Wie ist das denn hier? Ach, da ist sie ja. Nochmal Glück gehabt. So. Ja. So viel Schaden hat er jetzt auch nicht gefangen. War jetzt auch nicht so toll. Hm. Na ja, gut, aber wenigstens machen wir jetzt so recht gut Schaden. Haben wir noch genug HP. Ja. Da sind jetzt ziemlich viele Untote hinter mir. Warum das denn? Aber irgendwie fange ich keinen Schaden. Was ist das denn? Super seltsam. Ja, dann haben wir den Mikrul erledigt. Und hier haben wir auch ein Fragment des Amulettes gefunden. Sehr schön. Versiegelungsformel. Hm, absorbiert 10 Gesundheitspunkte. Hm. Kann man bestimmt gut verkaufen. Gebe ich das auch gleich mal der Lydia. Was braucht ihr mich noch? Ja. Bin immer noch da. So, dann kann ich das auch der Lydia geben. Dann kann ich auch wieder ein bisschen besser laufen. So. Das gebe ich ihr. Das gebe ich ihr. Krummsäbel gebe ich ihr. Das gebe ich ihr. Ja, sollte lang. Dann mal los. So. Ja, und ich hoffe jetzt auch mal, dass irgendwie die Sounds oder meine Stimme sich jetzt besser anhört. Wenn nicht, ich habe mir jetzt nachträglich noch zu dem neuen PC, weil ja anscheinend die Onboard-Soundkarte nicht so der Brüller ist, habe ich mir dann doch mich doch dazu entschlossen, noch eine Soundkarte zusätzlich zu holen. So eine Creative FXI irgendwas, Titan oder so. Und hoffe, dass die ein bisschen besser ist. Wo muss ich jetzt eigentlich hier hin? Ja. Dann höre ich mich dann hoffentlich nicht mehr so plächern an. Weil ich habe, als ich mir die letzte Folge angesehen habe, das Gefühl gehabt, ich würde in eine Blechdose reinreden. Und das hat sich nicht so toll angehört. Ah, hier. Wie komme ich jetzt hier raus? Nur Schrei oder was?
Probieren wir es doch einfach mal. Runter! Nö. Ah, aber hier. Kann ich hier wieder einen anderen Schrei auswählen? Machen wir, komm, nochmal Frostatem. Passt schon. So. Ja, dann hätten wir hier dieses Dungeon auch erledigt. Und da ist ein neuer Schrei. Sehr cool. Wort der Macht gelernt. Kälte, Frostatem. Hä? Hey? Hatte ich das nicht gerade eben schon? Ah, ich habe jetzt einen zweiten Teil von Frostatem gelernt. Sehr cool. Hier habe ich immer noch nur einen. Hm, schade. Ja, fett, fett, fett. Dann werde ich jetzt in Zukunft auch mal ein bisschen öfter hier diesen Frostatmen nutzen. Panzerhandschuhe. Waffen. 17% verbessert werden. Okay, wenn ich schmiede. Ah, ja. Das müsste ich, glaube ich, auch mal ausprobieren. Irgendwie meine Waffen zu schmieden oder so irgendwas. Da habe ich ja bis jetzt noch gar nichts gemacht. Hm. Dann wird es, glaube ich, so langsam mal Zeit. Und dann gebe ich hier der Lydia mal das Schild. Nutzt jetzt in zwei Hände als Waffe oder was? Ich habe Sachen tauschen. Eure Last zu tragen. Falsche Taste. Sorry. Ah, nee, doch nicht. Bekleidung. Schild. Hier kriegst du das Schild. Will sie nicht. Will jetzt wohl dann doch zwei Hände spielen. Ob ich da jetzt so Lust drauf habe, dass sie zwei Hände Waffen spielt? Vielleicht muss ich die zwei Hände Waffe einfach wieder abnehmen. Ja. Hier bin ich. Dann muss ich doch hier wieder runter, ne? Ich glaube, hier geht's weiter. Ja, ja, ja. Hey, komm schon. Stimmt, hier bin ich richtig. Ich erinnere mich. Och nö, Lydia, wo bist du? Hallo? Gut, dass sie da jetzt 10 Stunden gebraucht hat, um rauszukommen. Naja. So, ich bin nochmal auf die Außenwelt gespannt, wie die Außenwelt mit den Mods funktioniert. Oder aussieht. Speichern wir nochmal eben schnell ab. Dass, falls es abstürzen sollte, ich betone auf sollte, was ich nicht hoffe, dann, muss ich nicht mehr so ewig weit laufen. Ist das eine dieser alten Ruinen? Ja, das ist eine alte Ruine. Ja, so viel Unterschied sehe ich ja jetzt nicht gerade. Aber wahrscheinlich sehe ich das auch erst bei Tag. Ah, lass mal ein Pferd. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Questlog angucken. So. Alduins Mauer. Tempel. Verschaffe dir Zutritt zum Tempel der Himmelszuflucht. Das war die Quest. Okay. Finde Bruchstück des Amulets. Bla bla bla. Okay, muss ich jetzt quasi noch in zwei Hallen ein Bruchstück von einem Amulett finden. Hm. Und ich weiß hundertprozentig nicht, wo diese Hallen sind. Ich könnte mal die Aufzeichnungen lesen, eigentlich, die ich bekommen habe. Das habe ich hier, glaube ich, noch nicht gemacht. Wenn ich die dann noch irgendwo habe. Ah, nee, das war die Versiegelungsformel. Gebunden seid ihr, seid hier
Mikrul, Mörder und Verräter. Verdammt durch eure Frevel gegen Fürst und Reich. Vergesst seinen Namen und Taten und im Land eurer Väter und eurem Magier, unserem Schutzzauber weich. Ah ja. Schön. Nein. Hier steht auch nichts drin. Okay. Hab ich ihn schon gelernt? Nö. Wer jetzt? Steht hier noch irgendwas? Ah, nee. Das hatte ich ja schon mal gelesen. Gut. Was machen wir als nächstes? Sollen wir wirklich jetzt Falkenring mal befreien? Ich glaube, ich gehe als allererstes mal in die Stadt zurück, zu meinem Häuschen. Werde dort mal ein paar Sachen verkaufen und mich eine Runde schlafen legen. Weil, ja, nö. Muss ja nicht die ganze Zeit jeden Rotz mit mir rumtragen. So. Ach, vor allem will ich ja mal das mit dem Schmieden versuchen. Wetzbank, was kann ich hier machen? Ne, Werkbank hat da gestanden. Benutze Werkbank, um Rüstung zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserung hängt von deiner Schmiedekunstfertigkeit und von deinem Talent ab. Okay. Herstellen. Der fehlt das Talent zum Verbessern. Was? Magische Gegenstände. Hm, toll. So, das ist 16, das ist 19. Meine Rüstung, die habe ich glaube ich an momentan. Die ist nicht magisch, versuchen wir es mal. Toll. Kann ich überhaupt irgendwas machen? Nö, anscheinend nicht. Na super. Schleifstein. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien nötig, notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Okay. Schwert der Klingen. Ah, schon verbessert. Das habe ich jetzt auch schon verbessert? Cool. Orkischer Bogen. Habe ich jetzt auch verbessert oder was? Was ist hiermit? Ah ne, ich muss da jetzt zuerst herstellen sagen wahrscheinlich. Ah, jetzt traf ich's. Aber dann sagt er, nö, geht nicht. Mir fehlen die Teile. Erforderlich Stahlbarren. Ah, jetzt. Ah, ja, ja. Erstmal Augen machen, aufmachen und dann schauen. Oh Mann, 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 Mann. Zum Glück habe ich hier so ein bisschen was gehortet. Glaube ich zumindest. Schauen wir doch einfach mal hier in unsere Truhe nach. So, Truhe. Oh, ein Diamant. Den kann man bestimmt gut verkaufen. Wo hab ich's denn? Eisenbahn, da. Nehmen wir mal mit. Eisenerz brauche ich nicht. Aber ich habe da noch viel mehr Barren gehabt die ganze Zeit, oder? Hatte ich die alle verkauft? Granitsteine, die kann ich auch alle verkaufen.
Was ich hier alles für ein Krams drin habe. Sagenhaft. So. Die ganzen Waren mal mitnehmen. Habe ich sonst noch irgendwas hier? Saphir-Drachenklaue. Da kann ich ja theoretisch hier die anderen Klauen dazu tun. Ablegen. Die Schuppen ablegen und die Knochen ablegen. Ah ne, Eisenbarren noch nicht mal. Aber die Klaue-Quest-Objekte kann ich nicht ablegen. Okay, wahrscheinlich, weil ich die anderen Bruchstücke noch suchen muss. Gut, aber dann den Seelenstein. Das eiserne Topf. Komm. Brauche ich zwar nie wieder, aber scheiß drauf. So. Truhe, hier nochmal den Eisenbarren rausholen. Oben. Verdammt, jetzt habe ich alles mitgenommen. Das war jetzt nicht so klug. Also, ablegen, ablegen, ablegen. Ablegen. Regeneriert sich. Das kann ich verkaufen, das brauche ich nicht, oder? Die Amulette kann ich eigentlich alle verkaufen. Trank. Questobjekt. Beschädigtes Buch. Schmetterlinge lasse ich mal alle hier. Genauso wie das Brot und das Brot und die Bärenklaue. Hier den Krams. Die ganzen Bücher lasse ich hier. Das Diadem kann ich verkaufen. Diamant kann ich verkaufen. Buch hier lassen. Das lasse ich auch hier. Puh. Das auf jeden Fall hier lassen, weil das schwer ist ohne Ende. Drachenuntersuchung aktueller Stand. Das nehme ich, glaube ich, mal mit. Ebenholzklaue, Einladung, Eisenerz, Eisenpanzerhandschuhe. Das auch. Die kann ich, glaube ich, nicht. Nee. Dolch verkaufe ich. Fackeln nehme ich mal zwei Stück mit und lasse den Rest hier. Fackelblümchen Brust. Falltürschlüssel 2. Okay. Nehmen wir mal einen mit. Die Pfeile. Die Brust. Okay, das kann ich eigentlich wegschmeißen. Das kann ich, glaube ich, nicht hier lassen. Nee. Aber das Gift. Salz, Gegengift. Nehmen wir mal eins mit. Seelensteine brauche ich nicht. So, das kann ich aber alles verkaufen. Goldener Ring. Habe ich überhaupt so viele Leute, die mir den ganzen Rotz abkaufen können? Um 15% bessere Preise. Hauptmann Schlüssel der Nordwacht. Oh, der Krams, den ich nicht brauche. Mann, Mann, Mann. Hätte schon nicht aus Versehen auf R gedrückt. Jagdbogen der Seelen. Lass ich auch mal hier. Kaiserliche Rüstung brauche ich nicht. Panzerhandschuhe brauche ich nicht. Das behalte ich mal. Seelensteine lasse ich alle hier. Knochenmehl. Kurze Notiz nehme ich mal mit.
Wahrscheinlich ist hier über die Hälfte. Kann ich nicht mehr verkaufen, weil ich schon zu viel habe. So. Orkisches Schwert. Komm, lass ich auch mal hier. Diesen Zehe. Das Blocken mit dem Schild absorbiert 15% mehr Schaden. Gut. Behalte ich mal hier. Die ganzen Rollen lasse ich mal hier. Saphirklaue. Schlüssel behalte ich alle mal. Oh Mann. Nur Mist dabei. So. Jetzt müsste ich es ja aber eigentlich gleich geschafft haben. Den ganzen Schmodder, den ich jetzt hier habe. Kann ich ja eigentlich dann gleich verkaufen. Das Wirksamkeit Gebräu Tränke wird um 15% gesteigert. Oh, den halte ich mal hier. Die werde ich dann mal behalten, wenn ich schmieden lerne. Deswegen behalte ich jetzt mal im Inventar. Kolben hier lassen. Das lassen wir hier. Oh Mann, was ich hier alles vermisst dabei habe. Okay, was es hiermit auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Weiß einer von euch, was das für ungewöhnliche Steine sind? Das kann ja nicht sein, dass ich die jetzt hier in meinem Inventar habe und keinen Plan habe, von was die überhaupt sind. Vielleicht sollte ich auch einfach mal im Questlog irgendwo gucken. Zauberbuchheilung. Zaubertrank der Ausdauer. Zaubertränke nehme ich mal alle mit. Habe ich es jetzt auch endlich geschafft. So. Ja, komm, lass mich durch. Eigentlich wollte ich ja schlafen gehen, aber naja, das machen wir dann, nachdem wir endlich mal alles verkauft haben.